Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Im heutigen Video gibt's endlich die neue TCG-Banlist, die ab 1. April 2014 dann gültig ist. Haben die alle schon sehnsüchtig erwartet. BayernPower99 hat schon in mehreren Videos bei mir gefragt, wann kommt die endlich. Und heute ist sie am Start, wenige Tage nach der OCG-Banlist. Yu-Gi-Oh! Dragon99 hat mir heute früh eine SMS geschrieben, dass die online ist. Und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Also, ich muss sagen, ich und der Yu-Gi-Oh! Dragon sind eigentlich relativ enttäuscht von der Liste, weil wir haben uns eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Verboten jetzt Verwandlungskrug und Verwandlungskrug 2. Ist zwar nicht verkehrt, dass ich mir die hier noch nicht rangeholt habe, aber trotzdem, denke ich mal, nicht unbedingt notwendig, oder? Was haltet ihr davon, YouTube? Schreibt es mal in den Kommentaren. Also hier die Morphing Jaws jetzt verboten. Dann haben wir auf 1 Coach Soldier Wolfborg, also der Bellwolf. Das ist, denke ich mal, eine schöne Einschränkung fürs Firefist-Deck, aber trotzdem hätten sie Tanky wieder auf 2 oder auf 1 setzen können, definitiv. Also hiermit ist nicht genug getan am Firefist-Deck. Genauso Mermel-Deck hier, Abyss-Gunde nur auf 1 gegangen. Das reißt nun auch nicht so wirklich raus, würde ich behaupten. Reinforcement of the Army natürlich nicht, aber Rekindling ist auch auf 1 gegangen. Spricht natürlich auch aus Fire Fist und vor allem das Fire King Deck nochmal um einiges. Auf 1 ebenfalls Infernity Barrier. Das Deck hat nicht wirklich was gerissen, also keine Ahnung, ob da Konami sich gedacht hat, oh, Rodrigo war in Deutschland auf der YCS mit Infernity unterwegs und ist fast in die Tops gekommen. Lass uns die Barrier auf 1 setzen. Kein Plan, also wirklich schleierhaft. Auf 2 haben wir jetzt hier Necrophase, auch mal wieder eine schöne Sache, und ebenso das Heretic Seal of Convocation, und jetzt auf 3 magische Steinausgrabung und Primal Seed wieder. Also relativ dubiose Banlist, man muss aber auch immer bedenken, die ist hier gültig bis zum 13. Juli. Denkt da auch immer dran, dass am 11. Juli das neue Starterdeck rauskommt, wo die Pendulum-Monster und Pendulum-Beschwörung eingeführt werden. Ich denke mal, die Banlist hier am Juli, am 13. Juli, die wird auf jeden Fall brachial, denn da wird sich einiges tun im Yu-Gi-Oh! Das war's für heute, YouTube. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt Likes und Kommentare. Bleibt wie immer dran. Euer 666 Flake.